Um die verbotenen Predigten des früheren Bischofs von Münster, Clemens August, Kardinal von Galen, geht es in einem neuen Escape Room-Spiel. Im Dömener 1a wollen die Verantwortlichen der Kirchengemeinde St. Viktor in Kürze ein solches Escape Room-Spiel ermöglichen. Dazu gab es am Mittwoch, dem 22. September 2021, einen Pressetermin. Es begann miteinander hier das Leben im Haus im neuen 1a zu füllen. Auch nochmal durch den Anstoß der Familienbildungsstätte gesagt, wäre das nicht ein Projekt, was wir gemeinsam mit allen Akteuren hier im 1a mal platzieren können. Und da haben wir alle Feuer gefangen, sowohl städtische Vertreter, kirchliche Vertreter und eben von der Familienbildungsstätte. Und so kam es dazu, dass wir es jetzt in diesem Herbst in 2 Wochen hier im 1a jetzt endlich durchführen. Das Spiel wird durch die Recklinghäuser Firma Hachmann und Hecking ermöglicht. Die Mitspieler werden ins Jahr 1941 versetzt. Die Teilnehmer begeben sich auf eine Zeitreise in das Jahr 1941, werden also dort auch in diesen Raum eintauchen, der auch so eingerichtet ist wie im Jahre 1941. Und sie schlüpfen in die Rolle einer Jugendgruppe, einer Pfadfindergruppe. Und es geht um die Predigten von Kardinal von Galen. Und sie müssen eine Entscheidung treffen und müssen vorher aber quasi Rätsel lösen oder Dinge zusammensetzen, die in diesem Raum vorhanden sind. Und wenn sie diese Dinge zusammensetzen und gut kombinieren, werden sie zu der Lösung kommen und müssen dann am Ende auch eine Entscheidung treffen. 5 bis 8 Teilnehmende ab 15 Jahre können eine Gruppe bilden. In 60 Minuten müssen die Mitspieler die richtige Lösung finden, um aus dem Escape Room befreit zu werden. Aber auch ohne Lösung endet das Spiel. Genau, es gibt Requisiten, also in dem Raum. Der Raum ist eingerichtet mit Möbeln, mit einem Schreibtisch, mit einem Sofa, einem Tisch, einem Telefon, einer Lampe, einer Vitrine, einem Bücherregal. Und innerhalb dieser Requisiten, da darf ich jetzt natürlich auch nicht zu viel erzählen, gibt es dann die Möglichkeit, auf diese Lösungen zu kommen. Mit dem Telefon kann man vielleicht auch telefonieren. Das Stadtarchiv und das Kulturbüro planen, zum Escape Room-Spiel eine begleitende Ausstellung aufzubauen. Es gibt zum Escape Game selber eine begleitende Ausstellung, die nennt sich Unantastbar Mensch, die das Thema des Escape Games nochmal vertieft. Unser Stadtarchivar Stefan Sudmann hat auch noch mal eine eigene Ausstellung entwickelt, die sich auf das Thema Kardinal von Galen hier in Dülmen oder auch Widerstandsbewegung hier in Dülmen konzentriert. Wir haben auch eine musikalische Darbietung mit Christoph Fallei, mit den Predigttexten, die begleitend dazu erzählt werden in der St. Viktor-Kirche. Neben Schulklassen können auch Erwachsene eine Gruppe bilden. Insgesamt 2,5 Wochen kann gespielt werden. Einige Termine stehen noch zur Verfügung.